Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wo sich die Collectibles von der LS22 Deutschland Map von Edo Modding befinden. Die Collectibles sind in Form der Wappen der 16 Bundesländer von Deutschland zu finden. Ich gehe jetzt die einzelnen Wappen in der speziellen Reihenfolge durch, wie ich sie für mich notiert habe. Es hat einen speziellen Grund, ist aber noch eine kleine Überraschung für euch. Die kriegt ihr dann am Ende des Videos. Jetzt fangen wir aber erstmal hier mit dem ersten Wappen an. Und zwar sind wir hier bei Schwarzwaldmilch, bei der Molkerei. Die findet ihr auf der Map hier unten in der Nähe vom Händler. Wenn ihr da angekommen seid, dann lauft da einfach mal hier vorne Richtung Biene und dann weiter zu den großen Tanks. Und am letzten Tank geht ihr ums Eck und dann findet ihr das erste Wappen von Baden-Württemberg. Dieses könnt ihr dann auch mit der Taste R einsammeln und bringt euch 10.000 Euro. Wie schon angesprochen, gibt 16 Wappen für jedes Bundesland 1. Wir haben jetzt noch 15 vor uns. Ich gehe jetzt zum nächsten Ort und dann schauen wir, ob wir das zweite Wappen auffinden. Da sind wir auch schon am zweiten Ort und zwar beim Gasthaus Altenhirsch mit Blick auf den Lindenhof. Das Ganze befindet sich hier an der Außenseite der Map. Gasthaus Alter Hirsch. Und wenn er hier zum Gasthaus auf die Terrasse läuft, und einfach ganz nach vorne, um den Ausblick zu genießen, steht hier vorne am Baum das bayerische Wappen. Das könnt ihr auch wieder mit R aufnehmen, bringt euch auch 10.000 Euro. Jetzt haben wir noch 14 übrig und wir sehen uns am nächsten Standort. Da sind wir auch schon am dritten Standort. Und zwar haben wir hier das Wappen von Berlin. Es ist hier in dem Waldstück an einem Felsen. Ich zeige es euch auch hier auf der Map. Es ist hier genau am Waldstück, wenn ihr da das, wo ihr kaufen könnt, 73. Genau an dem Punkt, wo ich mich jetzt befinde, oberhalb des Feldes 34. Ist ein bisschen knifflig zu finden, muss ich sagen. Da habe ich auch ziemlich lang gesucht an dem Wappen. Das ist aber nicht das Einzige, wo ich mir fast die Zähne ausgebissen habe. Aber das können wir auch mit R aufnehmen. Dann müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen auf den Felsen springen. Bekommt auch 10.000 Euro. Jetzt haben wir noch 13 übrig. Und wie immer sehen wir uns am nächsten Standort. Oh, da sind wir auch schon am nächsten Standort. Wir befinden uns hier bei der Hühnermast. Auf der Karte findet ihr das hier unten, wo auch der Hahnkopf oder Hühnerkopf zu sehen ist. Wenn ihr da angekommen seid, lauft ihr ins Gehege der Hühner und könnt dann auch mal hier in so einen Hühnerstall reinlaufen. Und wir sind genau auf die falsche Seite gegangen. Denn hier drüben am Ende des Hühnerstalls befindet sich das Wappen von Brandenburg. Auch dieses nehmen wir wieder auf, bekommen weitere 10.000 Euro. Weiter geht's mit dem nächsten. Sind wir auch schon am nächsten Standort. Wir befinden uns hier unterhalb der Kirche auf dem Feldweg und da lauft ihr auf zwei Jagdstände zu und der linke hier, wenn wir auf diesen Jagdstand hochgehen, finden wir hier das Wappen von Bremen. Ich zeige es euch auch noch mal auf der Karte. Genau der Feldweg, der hier zwischen den Feldern 32, 33, 34 und 35 durchgeht.
genau hier mittig. Das ist natürlich hier ein bisschen knifflig, das Wappen zu kriegen, weil das hier doch ein bisschen hier drin ist und du kommst nicht so wirklich hier rein. Es ist wirklich ein bisschen, muss man ein bisschen fummeln, ein bisschen versuchen, hin und her zu bringen, dass man es vielleicht nehmen kann. Ich habe es schon mal erwischt, aber es ist nicht gerade leicht. Aber ihr seht, es geht. Auch dieses Wappen bringt euch wieder weitere 10.000 Euro. Und es gibt noch 11 weitere. Da sind wir auch schon am nächsten Standort angekommen. Wir befinden uns hier an der Mühle unterhalb vom Mundenhof. Wenn man hier über den Bahnübergang geht und dann hier rüber zur Wasserversorgung, da könnt ihr hier einfach über das Gitter drüber springen, lauft hier unten durch und hier an der, sagen wir mal, ungefähr mittleren Stelle findet ihr das Wappen um Hamburg. Auch dieses bringt wieder 10.000 Euro und wir haben noch 10 weitere vor uns. Und da sind wir am 7. Standort, hier oben an der Kirche. Da müsst ihr über die Felder nach oben laufen, über den Weg, beziehungsweise es gibt noch keinen Weg, der befindet sich quasi in der Map-Erweiterung, was uns eventuell zukünftig erwarten könnte. Aber wenn ihr hier an der Kirche seid, lauft ihr hier vorne an der Haupttür vorbei, wo ihr hier eine wunderbare Aussicht über die Map habt. Da unten waren wir gerade vorher bei der Mühle. Man lauft da hier einfach zum Seiteneingang, wo die zwei Blumentöpfe sind. Und dort an der Tür ist das Wappen von Hessen. Auch dieses bringt uns weitere 10.000 Euro. Und 9 sind noch offen. So, da sind wir doch im Industriegebiet. Auf der Suche nach dem 8. Wappen. Und wenn ihr hier am Sägeberg vorbeilauft, Richtung den Güterwaggons, lauft ihr zu der Halle. Und dort könnt ihr einfach mal hier ein bisschen über die Schienen laufen. Und über diesen Plattformwagen. Und dann kommt ihr hier an diesen Container, wo sich das Wappen von Mecklenburg-Vorpommern befindet. Ich zeige es euch auch auf der Map, dass ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Hier hinten an der Ecke vom Güterbahnhof von der Halle, da befindet sich das 8. Wappen. Wir nehmen dieses auch auf, bringt uns weitere 10.000 Euro und wir haben die Hälfte der Wappen gefunden. 8 weitere liegen noch vor uns. So, da sind wir schon beim nächsten Standort für Wappen Nummer 9 und wir sind hier oben am Lindenhof. Wenn er dort reinkommt, ich würde mal sagen hier vom Haupteingang, lauft ihr an der BGA vorbei in diese große Scheune. Da lauft ihr ganz einfach bis davor zur Leiter. Dann könnt ihr die gleich nach oben laufen und lauft hier den Dachboden einfach bis ganz nach vorne. Da findet ihr das nächste Wappen. Und zwar ist das das Wappen von Niedersachsen. Auch dieses können wir einsammeln mit R, bekommen weitere 10.000 Euro und haben noch 7 vor uns. So, jetzt habe ich einen kleinen Zwischenstopp gemacht bei dem Aral-Shop. Hab mir mal was zum Essen geholt und ein Käffchen. Nee, Spaß beiseite. Wir sind hier am nächsten Fundort. Und zwar, wenn ihr hier an die Zapfsäulen hinlauft, hier die erste, findet ihr das Wappen Nordrhein-Westfalen.
Dieses nehmen wir dann auch mit R auf. Ist auch wieder, je nachdem von welcher Position man gerade dran steht, mehr oder weniger einfach zu nehmen. Und es gibt noch 6 weitere. Das Ganze hat uns auch wieder 10.000 Euro reicher gemacht. Ich würde sagen, ich zeige es euch noch auf der Karte. Ist hier die Tankstelle direkt neben dem Händler. Und da sind wir auch schon am nächsten Standort. Wir befinden uns hier in der Altstadt am Mainzer Hof. Wenn er hier reingeht zum Torbogen, lauft er mal so ein bisschen in die Mitte des Hofs. Und dann könnt ihr euch in dem Bereich mal umschauen, wo das Wappen sein könnte. Ich muss wirklich sagen, ich habe ziemlich lange gesucht, bis ich es gefunden habe. Aber tatsächlich, wenn wir jetzt hier zu diesen Containern gucken, da sehen wir es hier unten schon durchschimmern. Das Wappen befindet sich hier hinten, hinterm Container. Also das muss man auch wirklich erstmal finden. Und das ist natürlich das Wappen von Rheinland-Pfalz. An das ranzukommen, ist dank der kollisionsfreien Mülltonne relativ einfach, wenn man weiß, wo es ist. Es bringt auch wieder 10.000 auf euer Konto. Wir haben noch 5 übrig. Und zur Übersicht, der Standort ist genau hier oben, unterhalb des Biergartens. Da sind wir doch schon am nächsten Standort. Wir befinden uns mal wieder mitten im Wald. Offener Lichtung. Die Lichtung befindet sich oberhalb von Feld 7 bei dem kaufbaren Waldstück, hier wo ich mich gerade befinde. Ist auch was, wo man eigentlich nur durch Zufall drauf stößt. Ich muss sagen, mir gefällt die Karte wirklich so gut, dass ich hier wirklich so einfach mal nur über die Karte laufe, um mir irgendwie jeden Winkel mal anzugucken. Muss ich sagen, echt schön gemacht. Und hier auf der Lichtung findet ihr so ein paar Felsen. Und an einem von denen ist das Wappen drauf. Und zwar haben wir hier das Wappen von Saarland. Das ist unser Wappen Nummer 12. Auch dieses nehmen wir wieder mit. Bringt auch weitere 10.000 Euro. Und jetzt fehlen uns nur noch 4. Ich würde sagen, wir finden die nächsten 4 im Anschluss. Bis gleich. Da sind wir schon am nächsten Standort. Und sorry für die letzte Ende des Clips, wo ich gesagt habe, wir suchen die letzten 4 Wappen im Anschluss. Hat wahrscheinlich der ein oder andere gedacht, das Video ist zu Ende. Nee, nee, keine Angst. War ein kleiner Spaß von mir. Wir befinden uns hier jetzt bei der Weinverarbeitung. Auf der Karte, ganz hier oben beim Weingebiet. Dort laufen wir jetzt einfach mal hier rüber. Da ist so eine versteckte Treppe. Damit kommen wir auch nach oben. Und quasi hier in so einen Sitzbereich, wo man die ganze Produktion überblicken kann und auch den ein oder anderen Wein genießen kann. Und wenn wir hier so durchlaufen, sehen wir hier auf einem Sessel wieder ein Wappen liegen. Und zwar ist das das Wappen von Sachsen. Auch dieses können wir wieder aufnehmen. Gibt wieder weitere 10.000 Euro. Jetzt fehlen uns nur noch 3. Da sind wir schon wieder in der Nähe vom nächsten Wappenstandort. Wir machen hier weiter beim Güterbahnhof. Da haben wir ja hier im Eck das letzte Wappen gefunden. Wir laufen jetzt hier einfach geradeaus weiter über die Schienen und laufen hier den Hang runter und kommen hier zu diesem kleinen See, würde ich es jetzt sagen. Und dort finden wir auf dem anderen Ufer 2 Boote und ein Zelt. Und in diesem Zelt befindet sich das weitere Wappen von Sachsen-Anhalt. Das nehmen wir natürlich auch mit R wieder mit. Bringt weitere 10.000 und jetzt fehlen uns nur noch 2. Die finden wir aber auch noch. Für das vorletzte Wappen
Kehren wir an den Hauptbahnhof Kleinweiler zurück in unserer schönen historischen Altstadt. Und dort, gleich am Anfang, ist hier so ein schöner Brunnen. Und an diesem lehnt das vorletzte Wappen. Das ist das Wappen von Schleswig-Holstein. Auch dieses nehmen wir wieder auf. Bringt uns auch wieder 10.000. Jetzt fehlt uns nur noch ein einziges. Da sind wir doch schon in der Nähe vom letzten Wappenstandort. Wir beginnen die Reise wieder am Güterbahnhof. Aber diesmal fangen wir an bei agro.de. Ihr könnt natürlich auch vom Güterbahnhof aus weiterlaufen, aber ich starte hier. Dann gehen wir hier ans, einfach auf die Schienen und laufen hier auf den Schienen weiter, solange kein Zug kommt. Und laufen hier auf die Brücke. Und hier an dem Brückenpfeiler befindet sich unser letztes Wappen. Und zwar das Wappen von Thüringen. Auch dieses bringt uns 10.000 Euro. Und hiermit haben wir auch alle Wappen der Bundesländer gefunden. Ich muss wirklich sagen, es war eine spannende Suche. Über ein paar Wappen ist man ziemlich schnell gestolpert, wenn man so am Hof unterwegs war. Aber ein paar waren echt gut versteckt. Und ich finde, an richtig schönen Orten, sodass man auch wirklich die Karte erkundet. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, mache ich dieses Video und zeige denjenigen, die es einfach nicht finden oder ein bisschen Hilfe brauchen beim Wappensuchen, dieses Video und habe natürlich noch eine kleine Besonderheit für euch. Und die blende ich euch gleich ein. Moment. Und zwar habe ich mir hier ein bisschen die Mühe gemacht und habe hier eine kleine Übersichtskarte für euch gebastelt. Jetzt werdet ihr auch sehen, warum wir die Wappen so unterschiedlich angeschaut haben, weil es gab viele Standorte, wo das nächste Wappen auch in der Nähe war. Ich habe es jetzt aber wirklich so rausgesucht, wie ich die Wappen auch gefunden habe. Und da seht ihr das auch ganz genau hier unten. Das Wappen Baden-Württemberg X1 ist auch hier die Position an der Molkerei. Genauso X2 Bayern ist hier oben beim alten Hirsch. Und so habe ich das Ganze komplett durchnummeriert für euch. Da könnt ihr natürlich auch diese Karte nutzen, wie ihr möchtet. Oder natürlich das Video Stück für Stück. Dann seht ihr nämlich ganz genau, wo es ist. Die Karte ist nur so ein kleiner Anhaltspunkt für diejenigen, wo sagen, jo, ich möchte ungefähr wissen, wo es ist, will es aber selber suchen. Und wer es genau wissen will, wo sie sind, hat ja dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne eure Meinung da und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao.